Also, jetzt wissen wir schon mal, dass sie, also ihr Seelentier, ein Raubvogel ist. Wir wissen aber nicht jetzt, was für einer. Das müssen wir noch herausfinden. Aber gucken wir uns erst einmal, beziehungsweise hören wir uns erst einmal bei den anderen Elfen um. Wir haben ja noch zwei, dessen Seelentiere wir herausfinden müssen, und dann denen wir Bescheid geben. Können uns aber auch mit den anderen Elfen hier unterhalten, also mit Elbrine Lebelrufer müssen wir sowieso reden. Ja, wir können eigentlich mit allen mal so durch die Runde reden. Fangen wir mal mit ihm auch gleich an. Ein Zwerg auf einem Baum? Was bringt dich in diese luftigen Höhlen? Sarkasmus lässt einen nicht klüger wirken. Ja, ich weiß, der Spruch ist alt, aber trotzdem, er stimmt. Ja, wir können ihm gleich mal was von Zwergenehre aufs Auge drücken. Also, wir Zwerge betreten für das Wohl unserer Freunde sogar solch gefährlich ungeschützte Orte wie diesen seltsamen Baum hier. Ein lustiges Kerlchen bist du. Aber komm nicht auf die Idee, Zweige vom Baum zu brechen und anzuzünden, kleiner Bartmurmler. Bartmurmler. Ja, wie ich immer denke, Elfen sind arrogant. Einfach nur arrogant. Gut, Zwerge sind ge ein bisschen gierig, aber Zwerge haben nicht so viel Arroganz wie Elfen. Naja. Wir können ihn gleich über sein Seelentier fragen oder erst einmal allgemeine Fragen stellen. Fangen wir erstmal mit allgemeinen Fragen Das an. kann ich ganz bestimmt. Mal gucken wir mal. Oh ja, Isalien. Über die Anführerin vielleicht mal etwas mehr Um erfahren. sie zu verstehen, müsstest du erst 100 Jahre mit ihr verbringen. Sie ist gar nicht so hartherzig, wie es den Anschein hat, denn sie tut nur alles, um uns zu schützen. 100 Jahre mit ihr verbringen, das klingt jetzt ein bisschen zweideutig. So, als ob ich 100 Jahre ein Paar mit ihr bilden sollte. Aber nein, danke, lieber nicht. Was du nur aus den Überlieferungen deiner Vorfahren kennst, hat sie vor Hunderten von Jahren selbst miterlebt. Die Dämonenschlacht zwischen dem Varadioi, der sich selbst Burbarat nennt, und seinem Bruder Rohal, danach die Magierkriege. Wir sie als Zwerg werden auch ziemlich alt, weißt du? Du brauchst uns nicht so viel darüber erzählen. Offenbar hat sie viele negative Erfahrungen mit menschlicher Magie Doch gemacht. statt vor diesen Schrecken zu fliehen, versucht sie, anderen das Leid zu ersparen, das sie selbst erlebt hat. Ihr Zauber war mächtig genug, den Einfluss des Zertauberer aus der Ruine von uns abzuhalten. Noch eine Ruine oder meint er die Ruine, wo auch Emmeran wohnt? Was soll ein Zertauberer sein? Ah, gut, das sagt er uns nicht, das werden wir wohl wahrscheinlich noch herausfinden. Fragen wir mal Das weiter. kann ich ganz bestimmt. Warum fordert Linville mich ständig zum Zuhören auf? Ja, weil Elfen gerne von der Vergangenheit reden. Wahrscheinlich, aber trotzdem können wir ja mal fragen. Vielleicht hat er eine geistigere Antwort, als ich sie jetzt gerade hatte. Es liegt in seinem Wesen. Was er weiß, will er an andere weitergeben. Seien dies Elfen, Menschen oder gar Zwerge. Er singt die Legenden, um das Wissen zu bewahren. Gar Zwerge. Alle 5 Sekunden will er uns beleidigen, wie es mir scheint. Naja. Wir sind Giode, wir sind friedlich, wir respektieren die Elfen, auch wenn sie große Klappen haben. Aber es ist schon irgendwie nett von ihm, dass er seine Geschichten mit anderen teilen Er will. sagt immer, wer ein guter Lehrer sein will, muss auch ein guter Schüler sein. Deshalb beobachtet er sehr genau, was man ihm zeigt, um es selbst nachahmen zu können. Er kann dich viel lehren. Ja, wir haben. Feires hat ja schon was bei ihm gelernt. Das wir sehr gut gebrauchen können. Darf ich übrigens nicht vergessen, ich muss die Zauber noch steigern, das habe ich noch gar nicht gemacht. Aber gut, fragen wir ihn noch Das über. kann ich ganz bestimmt.
über das Letzte, und zwar, auch wenn es ein bisschen unhöflich klingt, warum guckt ihr ständig in die Luft? Wir beobachten die Wolkenbilder, denn sie verraten, was uns erwartet. Auch das Lied der Tiere und die Art, wie der Wind das Gras niederdrückt, erzählen uns vom Befinden dieses Ortes. Auf gut Deutsch, sie gucken nach dem Wetter. Ja. Setzen wir noch eins drauf und sagen, er ist abergläubisch. Oh. Na gut. Du meinst Menschen, die stattdessen lieber vor Wesen knien, die nicht einmal in dieser Welt leben? Manche Elfen glauben auch, dass Zwerge Holz unter die Erde schaffen, um sie eines Tages anzuzünden. Du gehörst sicherlich zu dieser Art von Elfe. Also immer... Ich habe sehr große Probleme damit, meinen Soldaten, ich in mir zu unterdrücken und ihm mal eins aufs Haupt zu geben. Na gut. Reden wir mal erstmal, bevor wir ihn über sein Seetier ausfragen, mit der Frau neben ihm. Sanyasalaboroborinoi. Wie interessant, einmal mit einem Bartmurmler zu sprechen. Willkommen. Ja, und du bist ein Spitzohr. Jetzt habe ich dich auch mal beleidigt, so, Baumkuschlerin. Auch wenn sie höflicher scheint als ihr Freund da neben ihr. Was können wir denn mit ihr tauschen, fragen wir erstmal das. Das können wir machen. Was interessiert euch denn, Kannst du vierblättrigen Klee oder glatte, runde Steine finden? Die sind so schön. Dafür gebe ich dir scharfkantige Steine oder Gänsefedern. Ja, das können wir machen. Kannst du vierblättrigen Klee oder glatt? Ich hatte doch, glaube ich, runde Steine. Wo sind sie denn? Nee, die habe ich nicht mehr. Die habe ich verkauft. Okay. Habe ich nichts so gesagt. Oh, schön, dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir ein paar Fragen beantworten. Ich beantworte dir gern alles, was dem besseren Verständnis zwischen dir und unserer Sippe zuträglich ist. Gut. Ist zwar ein bisschen undiskret, aber wir können sie mal über den Tod der Sippenangehörigen fragen. Isaliel hat ja schon gesagt, dass einige gestorben sind, dass es Leid und Kummer gibt. Nur wenn der Tod vorzeitig durch Gewalt erfolgt, trauern wir um das verlorene Fell. Hat der Elf ein erfülltes Leben gehabt, birgt das Sterben keinen Schrecken für ihn und die Seinen. Irgendwie muss ich jetzt gerade an Avatar denken. Also an die... Dieses, nach dem Leben kommt Tod-Prinzip. Was es auch in Avatar auf Buch nach Pandora gibt, aber... keine Querverweise zu Filmen hier, Entschuldigung. Manche von uns glauben, dass wir zu unserem Ursprung in die Lichtwelt zurückkehren. Andere denken, dass sie in einem neuen Elfenleib oder in Gestalt ihres Seelentiers wiedergeboren werden. Das klingt ein bisschen aus dem Buddhismus hergeholt. Also im Buddhismus ist es ja so, dass die Buddhisten versuchen, zu nichts zu werden. Das könnte man ungefähr ein bisschen mit der Lichtwelt vergleichen. Und ansonsten werden sie halt wiedergeboren. Ja, klingt ein bisschen so ähnlich. Fragen wir sie mal über Isaliel. Nein, die Menschen herrschen und werden beherrscht. Sie sind so eingezwängt in ihren Regeln, dass sie vergessen, die Welt und ihre Geschöpfe mit eigenen Sinnen zu erleben. Okay, da muss ich hier allerdings recht geben. Wenn ich mir so ansehe, wie manche Menschen unter ihren Chefen keuchen und fleuchen, unter ihren Vorgesetzten, jedenfalls hier im Spiel... Und wie viel Macht die so haben, zum Beispiel der Hafenmeister, den wir in Nadoret getroffen haben, hat sie schon irgendwie recht. Durch unser Gemeinschaftsritual, das Alassandra, erlernen wir Ehe. Das heißt, wir spüren, wenn unsere Handlungen einen anderen stören. Wer willentlich Ehe verletzt, muss die Sippe verlassen. Das klingt hart, aber auch irgendwie gerecht, also... Wenn man einen anderen mutmaßlich stört oder absichtlich stört, Unruhestifter kann man nirgendwo gebrauchen.
Okay, fragen wir sie das letzte. Ihr scheint oft wie entrückt. Warum? Träume sind oft bedeutsamer als die Realität. Sie verraten dir etwas über dein eigenes Wesen. Die Wirklichkeit hingegen kann dich von dir selbst ablenken. Wieder etwas Elfenphilosophie. Wenn ich träume, träume ich manchmal von seltsamen Dingen, von denen ich das meiste eigentlich wieder vergesse, sobald ich aufwache. Ja. Über mich selber träume, über mein eigenes Wesen habe ich noch nie. Unsere Lieder singen von Mandala, der ersten und letzten der Lichtelfen. Sie brachte das Opfer, ihre Wirklichkeit aufzugeben, um ewig zu träumen, auf dass wir den Weg ins Licht zurückfinden. Das klingt jetzt nach einem kleinen Widerspruch, jedenfalls so wie ich es verstehe. Also Mandaya war die erste und die letzte Lichtelfe. Das könnte also bedeuten eigentlich, dass es nur sie gab. Also kann es keine Lichtelfen geben, weil das ja Mehrzahl wäre, sondern nur die eine. Höchstens sie meinen, dass sie die erste, die geboren war, die geboren wurde, und die letzte, die halt gestorben ist. Das würde mehr Sinn ergeben, aber was Elfen sagen, ergeben meistens nicht wirklich Sinn. Ich versuche nur ein bisschen hinter den Text zu steigen. Selbstloses Opfer, ja. Passt irgendwie. Könnte passen zu einer Lichtelfe. Okay, hab Dank für deine Erklärungen. Bevor wir mit ihr weiterreden über die Seelentiere, fragen wir jetzt erstmal ihn nach seinem Seelentier, weil ich habe das Gefühl, dass sie uns etwas mehr darüber erzählt, sobald wir mit ihm darüber gesprochen haben. Also kleine Hinweise haben. Sei gegrüßt. Über was willst du sprechen? Wir können ihn fragen, ob er etwas tauschen möchte. Ja, zeig mal. Was soll ich dir zeigen? Hast du schöne weiche Felle für den Winter? Vom Wildschwein oder Wolf? Ich gebe dir dafür Lederbänder. Ah ja. Die haben wir leider schon verkauft. Okay. Ich suche nach Hinweisen, um eure Seelentiere zu erraten. Das ist ein kleines Spiel von Linwin. Spielerisch lernt man am besten, wie? Na, ein paar Kennzeichen könnte ich dir schon verraten. Ja, das wäre sehr nett von dir. Hoffentlich nicht wieder so verwirrende. Okay, fragen wir ihn erstmal über sein eigenes Seelentier. Manch einer findet den Gesang dieses schönen Vogels unharmonisch. Es ist ein kräftiges Schick, Schick, Schick. Okay, das könnte jetzt ein Specht sein, der gegen den Baum hämmert. Okay, Menschenkenntnis. Das ist ja jetzt einfach. Gut, dass ich Menschenkenntnis bei mir selber gesteigert habe. Elbane scheint ein neugieriger Elf zu sein, der sich selbst gern reden hört. Ich meine, dein Gebaren passt zu einer Elster, richtig? Oana, die Elster ist es. Und auf ihre Stimme solltest du hören, wenn du vor Unheil gefeit sein willst. Gut. Auf die Warnung können wir gut verzichten, weil Elster, wenn eine Elster so sehr schnattert wie du, muss nicht unbedingt alles wahr sein. Okay, fragen wir mal zu den anderen beiden. Noch immer nicht dahinter gekommen? Wenn du mehr wissen willst, bist du bei mir richtig. Okay, fragen wir ihn erst einmal über Kellenlea. Oh, ich kann die Elfennamen nicht richtig aussprechen. Ich hoffe zumindest, dass ich sie einigermaßen richtig aussprechen kann. Ihr Tier ist braun gefiedert, nicht so schillernd wie das meine. Okay, es ist also ein brauner Raubvogel. Es könnte wirklich ein Adler oder ein Falke sein. Und Lelindor, was ist mit ihm? Sein Tier hat die Farbe des Herbstlaubes. Das erdige Rotbraun tarnt ihn gut. Doch Kalenlea weiß immer, auf welchem Ast er sitzt. Das klingt. Okay, da muss ich jetzt passen. Was das sein könnte. Fragen wir mal weiter. Oh, schön, dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Fragen wir jetzt mal sie nach den Seelentieren. Ah, es geht um unsere Seelentiere, nicht wahr? Ja,